Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mass Effect Andromeda. Dann werden wir jetzt hier noch den Außenposten errichten und sind dann, glaube ich, hier fürs erste Mal fertig. Abgesehen von dieser ganzen Scannerei, aber wie gesagt, da habe ich halt ehrlich wenig Lust drauf. Obwohl, wir werden eigentlich gleich per Schnellreise darunter können. Na komm, zack. So. Einsteigen, zack, ab zum Außenposten. Tschüss. Warum sind Sie hergekommen? Kurze Antwort? Weil ich noch nie hier war. Ist das alles? Ja, warum nicht? Dieses Gebiet eignet sich für einen Außenposten der Initiative, Pathfinder. Jupp, das war ja hier. Brems. Na dann, aktivieren. Bestätige, ich fordere einen Außenposten an. Beeindruckend. Das hier könnte genauso viele Leute verärgern wie ernähren. Direktor, ich hoffe, Sie genießen die Show. Ich genieße unsere Fortschritte. Der Teil mit der Show steht auf einem ganz anderen Blatt. Mal im Ernst, ein Außenposten auf Kedera, wo sich die schlimmsten unserer Exilanten niedergelassen haben? Ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun. Sie wollen Stabilität, genau wie die Nexus. Durch einen Außenposten können wir einige von Ihnen wieder für uns gewinnen. Das ist wahr. Sie sind gegangen, als unser Traum geplatzt ist. Und Sie haben viel dafür getan, ihn wieder zum Leben zu erwecken. Das hier ist ein Erfolg. Und wir brauchen Erfolge, egal wie sie aussehen. Machen Sie also so weiter. Wir haben wieder einen Schritt nach vorne gemacht, aber wir sind noch nicht am Ziel. Noch lange nicht. Aber jetzt wird es Zeit für Ihre öffentliche Ansprache. Denken Sie, Sie können über das alles hier irgendetwas sagen, das die Leute motiviert? Etwas, um Ihnen Kedera schmackhaft zu machen? Sie wollen das tatsächlich ausstrahlen? Ich habe vielleicht Vorbehalte, aber in meinen Akten steht heute ein Außenposten mehr als gestern. Also ja, machen Sie es Ihnen schmackhaft. Wir wurden jahrelang ausgebildet. Aber als wir in Andromeda ankamen, hat sich alles verändert. Welten wie diese hätten unseren Traum beinahe zerstört. Aber wir können sie wieder aufbauen, ihr Stabilität bringen. Wenn es je eine Welt nötig hatte, dass die Besten von uns ihr Bestes geben, dann diese. Wir werden das für die Nachwelt festhalten, Pathfinder. Edison Ende. Alles klar. Damit hätten wir das erledigt. So, einen neuen Punkt. Das ist schön. Gibt's jetzt hier... Gut, es gibt keine weiteren Missionen, aber wir haben ja halt echt schon eine ganze Menge erledigt, von daher. Ist mir das tatsächlich ganz recht. Wann ist lang genug hier? Dann auf erstmal zu alten Welten. Und dann zu neuen Welten. Gut, da will ich nämlich jetzt erstmal, ja, will irgendjemand mir, Jarl wird wahrscheinlich mit mir reden wollen. Mich mal auf den Weg. So. Das waren, glaube ich, die zusätzlichen Aufgaben.
kurz Interview. Genau. Ab nach Aya. Und Jarl kümmern wir uns dann auch noch. Sind jetzt im Orbit von Kadara. Dann mal raus hier. Stimmt, wir hatten vorher noch einen Stufenaufstieg und noch ein Dings, sehe ich gerade. Und noch einen Punkt. Und die haben wir auch einige Aufgaben, die wir noch erledigen können. 1, 2, 3, 4 Stück. Gut, bevor ich da jetzt aber lande, werde ich mal kurz mit Jarl noch sprechen und den Punkt noch investieren. Und eventuell, noch ALP genau, zur Verfügung, Pathfinder. Eventuell haben wir auch wieder neues Zeug zum Einsammeln. Jawohl, guck mal. Dann Wissenschaftsport, erweiterte Analyse und die beschleunigte Forschung. Aufklärung, fortgeschrittenes Training. Na komm, machen wir das mal. Aber wir können sogar beide nehmen. Cool, haben wir hier alles freigeschaltet? Sehr schön. Forschen glaube ich gerade mal nicht. Jarl. Wahrscheinlich eins drunter sein. Lexi, Sam, Liam. Cora. Da ist Jarl. Okay, nicht hier drin. Jarl. Hey, Jarl. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Was? Das haben Sie gar nicht. Moment. Was ist hier los? Sie sehen sehr beschäftigt aus. Wenn ich beschäftigt bin, konzentriere ich mich auf die Arbeit und mache mir keine Sorgen. Wenn Sie dann mit allem klarkommen? Ich hätte gerne einen Rat von Ihnen. Ich mache für alle Geschenke. Ich habe eine Liste. Geschenke? Mögen Turianer Gedichte? Für Vetra schreibe ich ein Gedicht und graviere es in... Ich bin noch nicht sicher. Sie ist Turianerin. Sie hätte bestimmt lieber etwas Handfesteres. Gut zu wissen. Ich werde darüber nachdenken. Liam scheint meinen Rough-Gin zu mögen. Ich könnte ihm einen nähen. Wirklich? Mögen Kroganer Messer? Ich könnte für Drak einen angaranischen Ritualdolch anfertigen. Wer hätte sowas nicht gern? Er dient hauptsächlich zur Dekoration. Ah, möchten Sie auch einen? Jarl. Das ist sehr viel Arbeit. Worum geht's hier wirklich? Ich bin sicher, Sie halten mich für selbstbewusst und kompetent. Aber das bin ich nicht. Oder zumindest fühle ich mich nicht so. Dasselbe empfinde ich auch ziemlich oft. Gut zu wissen. Danke, dass Sie mir das gesagt haben. Seien Sie einfach Sie selbst. Meine Familie ist sehr bekannt. Unser Geschlecht wird allgemein respektiert. Und viele meiner Verwandten haben Großes vollbracht. Ich
habe nie dazu gehört. So viele ältere Geschwister und Cousins, die immer erfolgreich waren. Ich versuche schon lange nicht mehr mit ihnen Schritt zu halten. Verstehe. Danke fürs Zuhören. Hier stehen Sie nicht in irgendeinem Schatten. Ich glaube an Sie. Gut, dann hätten wir auch mit ihm nochmal geredet. Schön. So, jetzt aber. Ab nach Aya. So, dann werden wir jetzt Liam mal mitnehmen. Wollte noch irgendeine? Ah ja, ich glaube, Pibi, glaube ich, auch noch. Nehmen wir die beiden mal mit. Oder wird das eh von Haus aus schon geregelt? Dass die dann hier unten halt eben warten, wenn wir sie nicht mit dabei haben. Ah ne, wir können ja eh keinen mitnehmen, weil das ja freies Dings ist. Okay. Sehr schön. Da hinten wäre auch noch ein weiterer Auftrag für uns. Dann... falsche Richtung. Ah ja, hier. Ich muss mir echt mal... Das wird ja auch dann doch relativ gut markiert, von daher. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, Pathfinder. Mein Name ist Mirixis. Ich bin Pilot der Initiative und liefere Vorräte an Ihre Außenposten. Was führt Sie nach Aya? Es gibt einige lebenswichtige Güter, die nur auf Aya erhältlich sind. Ich warte auf die Genehmigung, die Stadt zu betreten, aber es dauert zu lang. Natürlich verstehe ich die Vorsicht der Angara, aber die Außenposten brauchen diese Dinge. Und ich muss sie ihnen besorgen. Sofort. Mich lassen Sie in die Stadt. Ich könnte Ihnen helfen. Vielen Dank. Als erstes braucht Eos eine Möglichkeit, Lebensmittel zu produzieren, um für eine wachsende Bevölkerung gewappnet zu sein. Sie hätten gern Kiloa-Samen, um die Pflanze selbst anbauen zu können. Es gibt hier eine Agrarwissenschaftlerin, die sie uns vielleicht verkaufen würde. Ich werde Ihnen diese Samen besorgen. Einige Siedler auf Kedera leiden an einer bakteriellen Infektion. Um sie zu bekämpfen, brauchen sie angaranische Antibiotika. In der Stadt müsste es eine Ärztin geben, die uns weiterhelfen könnte. In Ordnung. Ich werde die Medikamente sofort besorgen. Okay. Sonst noch was? Pathfinder, es gibt noch weitere Außenposten, die Ihre Hilfe brauchen könnten. Volts Energienetz hat mit Ausfällen an Solarzufuhr zu kämpfen. Ein Solarverstärker müsste es allerdings stabilisieren. Die hiesigen Solartechniker könnten die benötigten Teile vorrätig haben. Okay, mal sehen, was ich auftreiben kann. Okay. So, und weiter geht's. Mit den nächsten Quests hier. Also gut, Schnellreisestation. Dann vielleicht, was haben wir da? Die Wissenschaftler, Solartechnik, Botschafter, Assistenzärztin. Ja, da haben wir hier, glaube ich, noch ein bisschen rumzurennen. Und da war Liams Auftrag. Gut, dann vielleicht erstmal dahin. Fangen wir da oben vielleicht mal an? Die Frage erscheint Ihnen vielleicht merkwürdig, aber Sie haben nicht zufällig Kiloa-Samen, oder? Ich... Doch, habe ich. Brauchen Sie welche? Vielen Dank dafür. Habe ich noch irgendwie einen Schrott? Jawohl, habe ich. Dann mal weg damit.
Das wären die Samen gewesen. Vane? Ich dachte, Sie sitzen in einer Zelle des Widerstands. Das hatte Ephra auch vor. Er wollte mich in ein tiefes Loch werfen, sobald er seine wertvollen Antworten hatte. Die Moschol hat ihn überzeugt, mich hier freizulassen. Ich habe mich freiwillig gemeldet und sie lassen mich das Sonnenlicht sehen. Ich hätte nicht erwartet, dass die Moschai in ihrer Ecke ist. Sie verzeiht und vergibt. Gehört alles zum Image. Die Moschai bleibt die moralische Instanz und ich bin der Verräter, der eine zweite Chance erhält. Es ist besser als das, was Sloane mit Ihnen angestellt hätte. Ich Glückspilz. Ich muss zurück an die Arbeit. Fürs Rumstehen werde ich nicht bezahlt. Ach so, stimmt ja. Ich werde überhaupt nicht bezahlt. So ein Pech aber auch. Gut. Dann wäre da hinten gerade noch was. Das hole ich mir auch noch schnell. Sind Sie für die Sonnenkollektoren zuständig? Falls ja, hätten Sie eventuell einen Solarverstärker übrig? Keinen so großen wie diese hier, aber ich habe noch einen kleineren. Brauchen Sie ihn? Man dankt. So, das war dann jetzt hier drin, glaube ich. Zack. Hallo. Botschafterin, ich hoffe, die Ankunft unserer Leute auf Aya ist reibungslos verlaufen. Ja, die Angara waren äußerst freundlich. Es ist alles bestens. Gut, halten Sie mich auf dem Laufenden. Ten, Ende. Ich habe gerade zum ersten Mal einen Direktor belogen. Pathfinder, es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Ich bin Botschafterin Riala, oberste Diplomatin der Initiative auf Aya. Ich wurde speziell für diese Aufgabe aus dem Kryoschlaf geholt. Das war ein ziemlicher Weckruf. Ich weiß, wie es ist, direkt aus der Kryokapsel ins kalte Wasser geworfen zu werden. Bei Ihnen war es weitaus schlimmer. Mein Beileid zu Ihrem Verlust. Wie man hört, verdanken wir Ihnen unsere neuen Beziehungen zu Aya. Das ist unsere größte Chance auf eine Allianz. Jetzt müssen wir nur noch verhindern, dass unsere Leute alles kaputt machen. Egal, wie sehr sie es auch versuchen. Das wird mir nicht gefallen, oder? Nicht mehr als mir. Es gibt hier einen salarianischen Botaniker namens Sarvis Len, der herauszufinden versucht, wie wir unsere Ernteerträge erhöhen können. Er hat mir eine dringende Nachricht geschickt, in der er behauptet, ein Mitglied des angaranischen Widerstands hätte ihn bedroht. Was ist passiert? Ich bin mir nicht sicher. Sarvis ist zwar ein exzellenter Wissenschaftler, hat aber leichte Kommunikationsdefizite. Ich fürchte, die Sache könnte eskalieren, wenn sie nicht geklärt wird. Allerdings kann ich keine Mitarbeiter entbehren. Ich könnte die Sache klären. Beide Seiten akzeptieren mich. Das wäre ausgesprochen hilfreich. Mit ein wenig Glück können wir vielleicht eine weitere Eskalation verhindern. Wie viele unserer Leute dürfen in die Stadt? Nur wenige und auch nur aus bestimmten Berufsgruppen. Wissenschaftler, Techniker und Gelehrte. Die Angara haben sich bereit erklärt, einige unserer Leute in ihren Forschungsanlagen auf Aya arbeiten zu lassen. Das ist ja fantastisch. Ja, es ist mehr, als ich erwartet hatte. Tan will zwar, dass ich die Angara dazu überrede, auch soziale Besuche zu gestatten, aber da bin ich eisern. Wir müssen uns an ihr Tempo halten. Angesichts der Umstände sind sie uns ohnehin schon enorm entgegengekommen. Ich werde sie auf keinen Fall zu etwas drängen, das sie nicht wollen. Welches Ziel verfolgen wir hinsichtlich Aya? Ein starkes Bündnis ist alles, was wir uns wünschen können. Und darauf arbeiten wir hin. Helios ist die Heimat der Angara. Sie geben die Bedingungen dieser Partnerschaft vor, nicht wir. Wir brauchen sie als Verbündete und sie könnten auch von uns profitieren. Aber wir müssen behutsam vorgehen. Um ihnen zu zeigen, dass wir keine Invasoren sind. Genau. In der Geschichte war es oft so, dass bei der Begegnung zwischen zwei Zivilisationen eine von beiden ausgebeutet oder vernichtet wurde.
Wir müssen diesen Kreislauf durchbrechen. Ist abgesehen von der Sache mit Sorvis Len alles in Ordnung? Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Ehrlich gesagt, ja. Direktor Tan hat mich mit einem Projekt betraut. Er will, dass mehr Einwohner Ayas auf der Nexus leben. Er denkt, das würde unsere Partnerschaft stärken. Und einige Angara haben auch schon Interesse bekundet. Aber keiner von ihnen ist bereit, auf der Nexus zu leben, ohne zuvor mit ihnen gesprochen zu haben. Warum mit mir? Das fragen Sie noch, nach allem, was Sie geleistet haben. Ich wollte Sie eigentlich nicht damit verhelligen, aber Sie haben gefragt. Ich sage Ihnen, wo Sie die Kandidaten finden. Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sie von diesem Austausch überzeugen könnten. Das wäre vorerst alles. Ich bin hier, falls Sie etwas brauchen. Okay. Weiter mit den nächsten Missionen hier. Schön. Gut, bei dir können wir erstmal nichts regeln. Dann Liam. Achso, das wäre auch noch einer, mit dem wir reden können. Da. Eine ganze Menge, mit dem wir reden müssen. Aber ja, dann erstmal die Liam-Sache, bitte. Denkst du, wir kriegen noch mehr zu sehen? Menschen? Ich hoffe nicht. Gegen mehr Astari hätte ich allerdings nichts eins. Aha. Was mit euch? Bürgerforum. Aufstieg ist nur ein weiteres Wort für die Tatsache, dass die Kett uns töten. Und wenn du dich irrst, was, wenn wir für sie getötet haben, ohne uns dessen bewusst zu sein? Ich habe einen Cat aus der Nähe gesehen, als sie uns angegriffen haben. Er hatte nichts mit unserem Volk gemein. Ich habe unterschiedliche Arten von Cat gesehen. Sie lassen möglicherweise verschiedene Spezies aufsteigen. Alles, was sie verwandeln, wird zu einer Abscheulichkeit. Wir müssen diese Kreaturen vernichten. Danke für diese Einblicke, Pathfinder. Wir sehen uns mit einem komplexen Problem konfrontiert. Kommt, meine Freunde, lasst uns darüber debattieren. Ja, macht ihr mal. Viel Spaß dabei. So, Liam, wie sieht's aus? Schön, wieder hier zu sein. Sind Sie bereit, mit den Scans loszulegen? Wonach genau suche ich? Verrant hat mir ein paar Dinge genannt, die für unsere Tech nützlich sein könnten. Sam muss sie sich einfach mal ansehen. Schlendern Sie ein bisschen über den Markt und genießen Sie es. Ich habe Ihnen die NAV-Daten geschickt. Gut, der feindselige Händler. Interessant. Nicht, Nexus. Liam? Verdammt nochmal! Was ist los? Nichts. Kein Grund zur Sorge, aber wir sollten uns lieber mal zusammensetzen. Ryder? Ich verkaufe nicht an Aliens. Tja, dann fragen wir da nochmal nach. Pathfinder! Gut, dass Sie hier sind. Um die Daten kümmern wir uns ein andermal. Was geht hier vor, Liam? Ich dachte einfach, wir sollten uns möglichst an einem netten, öffentlichen Ort treffen. Sie wurden beobachtet. Haben Sie mich etwa in Schwierigkeiten gebracht? Was sollte das alles? Wir stecken nicht wirklich in Schwierigkeiten, aber ich kann es den Angara auch nicht verübeln, dass sie sauer sind. Ich wollte Daten sammeln, um die Erträge in unseren Außenposten zu steigern. Verrant hat mir gesagt, was ich scannen soll. Aber ich habe die Sache abgeblasen. Jetzt bin ich ihr zwar was schuldig, aber das ist immer noch besser, als irgendwelche furchteinflößenden Hardliner zu verärgern. Tut mir leid, dass ich sie nicht eingeweiht habe. Das ist so ein Sicherheitsding. Nahrung bedeutet Sicherheit. War das hier ein Versuch, ihre Anbaumethoden zu kopieren? Ihre Geheimnisse zu stehlen? Wir sind keine konkurrierenden Unternehmen. Es geht darum zu lernen, wie man hier überlebt. Wissen Sie noch? Mein Ausraster auf der Tempest. Ich habe es über die offiziellen Kanäle versucht. Sowohl die Angara als auch die Nexus haben mich auflaufen lassen.
Und Jol weiß leider auch nicht alles. Also habe ich dasselbe gemacht wie früher bei den Spezialeinheiten. Ich habe improvisiert. Sie tun eben, was Sie tun müssen. Lassen Sie es nur nicht zur Gewohnheit werden. Das habe ich nicht vor. Wie gesagt, ich kann verstehen, dass die Angara verärgert sind. Die letzten, die hier aus heiterem Himmel aufgetaucht sind, waren die Cat. Die ultimativen Arschlöcher. Ich will nicht, dass wir mit ihnen in einen Topf geworfen werden. Und ich will uns auf keinen Fall den Markt versauen. Mir gefällt's, hier Streetfood zu essen und mit ihnen zu quatschen. Es fühlt sich so normal an. Und das hat mir viel zu lange gefehlt. Wir sollten unser Glück nicht überstrapazieren. Heben wir uns den Markt für ein anderes Mal auf. Gute Idee, Pathfinder. Wir haben schon genug Probleme und vermutlich kommen noch mehr auf uns zu. Okay, wieder was abgeschlossen. Drake? Die Hilfe für die Moschei hat uns hier viele Türen geöffnet. Trotzdem bleiben die meisten Angara auf Distanz. Stellen Sie sich mal vor, Sie sehen zum ersten Mal einen Kroganer. Und wenn ich lächle, ich könnte Zähne zeigen. Ich fürchte, das würde nichts bringen. Ja, das macht's nur noch schlimmer. Okay, wo haben wir denn hier noch welche mit denen reden soweit? War sonst noch irgendwas? Genau, die Ärztin. Da haben wir noch was abzugeben. Ah ne, das waren die Antibiotika. Wo waren das mit dem Musikding? Also mit den Artefakten? Sie dürfen das Medi-Center erst betreten, wenn Sie keimfrei sind. Okay. Und wo kann ich mich dekontaminieren? An der Ionenkonsole. Berühren Sie einfach das Startfeld. Alles andere läuft automatisch. Sam, ist dieses Ding ungefährlich? Ja. Das leichte Klingeln in Ihren Ohren ist kein Grund zur Besorgnis. Wie beruhigend. Unsere Leute auf Kadera leiden an einer bakteriellen Infektion. Haben Sie vielleicht Antibiotika? Selbstverständlich. Wird diese Menge ausreichen? Dankeschön dafür. Ich nehme an, Sie sind der Mensch, über den alle reden. Falls Sie medizinische Versorgung benötigen, muss ich Sie enttäuschen. Ich fürchte, ich weiß nicht genug über die menschliche Physiologie, um Ihnen helfen zu können. Es sei denn, die Ionenbetten hätten eine Wirkung auf Sie. Meine Ärztin sollte wissen, wie sie Jol behandeln kann, falls er verletzt wird. Haben Sie irgendwelche Informationsquellen, mit deren Hilfe sie ihre Behandlungsmethoden erlernen könnte? Wie ich sehe, bedenken Sie jegliche Eventualitäten. Jol ist in guten Händen. Ich habe verschiedene medizinische Fachzeitschriften über die Behandlung von Angara sowie die Vermeidung von Komplikationen. Sie können sie gerne hochladen, damit sich Ihre Schiffsärztin mit unseren Verfahren vertraut machen kann. Was ist das Besondere an diesen Betten hier? Sie sind mit negativ geladenem Ionengel gefüllt. Das Gel interagiert mit unserer natürlichen Elektrizität und beschleunigt dadurch den Heilungsprozess. Denken Sie, das würde auch bei anderen Spezies funktionieren? Ohne Bioelektrizität wird es nicht von allzu großem Nutzen sein. Es könnte höchstens ein wenig schmerzlindernd wirken. Ihre Spezies ist also elektrisch geladen? Unsere Körper produzieren und speichern Elektrizität, die wir als Energiestoß freisetzen können. Wir nutzen diese Fähigkeit zur Kurzstreckenkommunikation, zur Heilung und sogar im Kampf. Ich muss zugeben, die Erkenntnis, dass Ihre Spezies dazu nicht in der Lage ist, hat mich überrascht. Einige von uns sind Biotiker. Das ist in gewisser Weise ähnlich. Interessant. Ich würde diese Biotiker gerne einmal untersuchen. Ich mache mich dann mal wieder auf den Weg. Ishare. Gut, wieder was erledigt. Sonst ist hier nichts.
Okay, dann schauen wir mal. Wo war denn jetzt noch was? Da war das mit dem Musikinstrument. Genau. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin macht's gut und ciao, ciao.